Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem Excel-Video. Es geht um ein Excel-Tool zur Generierung von Lückentexten für Unterrichtsmaterialien. Die kann man in der Schule einsetzen, aber auch in der Erwachsenenbildung für Vokabeltests oder was auch immer. Weil es eben hier am einsichtigsten ist, wie das funktioniert, wenn man Grafiken hat, habe ich hier als Beispiel die Anatomie des menschlichen Ohres genommen. Wir sehen hier ein Bild aus den Wikimedia Commons. Kann man sich auch angucken. Sie sehen, hier steht Cheaten und Spicken. Wenn ich darauf klicke, dann sehe ich hier das Bild. Ne? Und das, was hier steht, das habe ich vorher in Excel hier eingetragen. Amboss. Und da sehen Sie ein paar Buchstaben zu. Das ist hier alphabetisch geordnet. Also ich habe das hier abgeschrieben, wie es hier steht. Habe das alphabetisch geordnet. Und bevor ich das geordnet habe, habe ich da Buchstaben zugeschrieben. Deshalb sind die Buchstaben hier nicht von A bis O, sondern die gehen hier wild durcheinander. Sonst wäre es ja auch für die Schüler zu einfach, wenn sie nur A, B, C dahin schreiben müssten. So, wir sehen das hier. Ich gehe jetzt mal zurück. Jetzt habe ich gespickt, habe mir angeguckt, was es ist. Und jetzt trage ich hier mal was ein. Der Amboss, das ist B. Sehe ich ja auch rechts. Der äußere Gehörgang, das ist L. Und die Bogengänge, das ist G. Also die Schüler haben natürlich kein Excel-Blatt vorliegen. Jetzt klimpere ich hier mal was rein. Das können auch mehr als ein Buchstaben sein. So, jetzt habe ich überall was eingetragen. Kann ich hier oben auf Überprüfen gehen oder unten ist das auch nochmal. Ich gehe hier mal auf Überprüfen. Und da sehen wir, ja, die ersten zwei sind richtig. Ja, und die anderen, die waren falsch. So, 2 von 12, das sind 16,67%. Das ist also eine glatte 6. Ich gehe jetzt mal auf OK und jetzt will ich das Excel-Sheet hier links erläutern. Weil genau das braucht man, um solche Beispiele vom Ohr, vom Auge oder von irgendwelchen Landkarten, die hier unten ja in den Registern zu sehen sind, zu erstellen. Man braucht, um dieses Formular zu nutzen, die Daten, die hier in den gelben Bereichen stehen. Hier unten das Bild aus dem Wikimedia Commons wurde für diesen Selbsttest von Konrad Reinhardt bearbeitet. Das muss ich in der Regel nicht von Bild zu Bild verändern. Das ist beim Auge und Ohr und Herzen sicherlich das Gleiche. Hier oben bei der Überschrift, da muss ich dann bei dem Beispiel, was ich vorhabe, statt Ohr dann das Auge hinschreiben. Und hier sehen Sie zwei Links. Der eine Link, der geht zur Cheat-Grafik, ne, wo ich also mit schummeln kann. Kann ich mich nochmal schnell schlau machen. Da geht es also um das Ohr, was da in der Wikipedia oder in den Wikimedia Commons steht. Und das andere ist die Grafik, die ich bearbeitet habe. Ich habe mal darauf geklickt, da sehen Sie, so sieht hier aus. Das ist also hier eine Grafik, die habe ich so vorbereitet, dass ich hier rundherum diese Buchstaben eingesetzt habe, statt der Texte, die in der Wikipedia oder in den Wikimedia Commons standen. Das habe ich dann gespeichert und hochgeladen. Das kann man aber auch direkt mit einbauen. Nur das kostet natürlich dann sehr viel Platz. So, jetzt will ich aber das schließen. Ich habe jetzt rechts auch dieses Fenster mit der Grafik geschlossen. Braucht man nämlich jetzt nicht mehr. Ich habe in dem Formular ganz oben den Lückentexteditor verlinkt. Das heißt, wer also sich im Anhang oder in der Beschreibung zu diesem Video bei YouTube das runterlädt, also da ist ein Link in der Beschreibung, können Sie mal nachschauen, der findet den Lückentexteditor hier mit diesem Link. Dann kommt hier die Überschrift, Anatomie des menschlichen Ohres, und dann die beiden Bilder, die Sie eben schon gesehen haben. Und dann diese Texte, die ich aus den Bildern entnommen habe. Also im Prinzip habe ich da die Reihenfolge erstmal übernommen, wie sie im Bild standen. Und dann habe ich hier auch gleich einen Buchstabe dazu geschrieben, von A bis in diesem Fall H oder I. Nee, L ist es hier, der letzte. Und dann habe ich das sortiert, sodass hier die Bezeichnung alphabetisch geordnet ist. Die Buchstaben sind dann einzutragen. Das ist also dann schon etwas Nachdenken. Das macht dann schon etwas Nachdenken erforderlich, dass man die richtigen Buchstaben dann vor Hammer oder Hirnnerv oder Ohrtrompete einträgt. So, das muss man hier machen. Das Grüne hier unten, das ist das, was der Generator von dem Herrn Jakob braucht. Und da müssen Sie gar nicht eingreifen, Sie müssen das nur kopieren. Und wie das funktioniert, will ich hier mal zeigen. Hier habe ich also jetzt 12
Einträge. Das ist also auch das Maximum, was ich für sinnvoll halte. Wenn man diesen Lückentext beispielsweise mit einem Smartphone oder mit einem Tablet-PC macht. So, ich markiere hier die Zellen, wo die 12 Antworten für die Lücken vorbereitet sind, mit Excel-Formeln. Mit der rechten Maustaste kopiere ich das. Dann gehe ich hier oben auf den Lückentext-Editor und setze das einfach hier ein. Ja, und da sind noch ein paar Zeilen zu viel hier oben, weil das habe ich gleich mitkopiert, um das auszuschneiden, weil das ist eigentlich die Überschrift. Und die Leerzeilen, die ich hier noch habe, die mache ich noch weg. So, jetzt ist das soweit vorbereitet. Gehe ich auf Lückentext erzeugen und oder aktualisieren und dann auf Speichern. Und wenn das gespeichert ist, dann kann ich das auch sofort öffnen. Hier unten sieht man Datum, Uhrzeit und wenn ich dann auf Öffnen gehe, dann wird das auch sofort geöffnet. Und Sie sehen, da ist das Bild. Der Link geht natürlich auch zum Spicken. Und hier unten kann ich jetzt wieder die Buchstaben einsetzen. B, L, E, A. Jetzt will ich aber nicht weitermachen, sonst merken sich die Leute hinterher, wenn sie die Aufgabe bekommen. Jetzt habe ich wieder Wildes reingetippt, gehe auf Überprüfen. Und da sieht man, jetzt habe ich ja schon 4 richtig. Ja, die sind nämlich grün und die falschen sind rot. So, jetzt sieht man hier unten noch, da müsste ich dann noch eingeben, dass ich das war, der das hier vorbereitet hat. Das Übungsmaterial wurde also von mir erstellt. Der Generator von Herrn Jakob, der das dann letztendlich umsetzt. So, jetzt haben Sie das gesehen, wie das mit dem Ohr geht. Jetzt will ich das Beispiel zeigen. Ich schließe das jetzt mal wieder komplett. Wie das mit dem Auge geht. Weil das Auge ist etwas komplexer, was so die Legende betrifft. Da sind nämlich nicht 12 Einträge, sondern 15 Einträge in der Wikipedia. Und da sehen Sie hier in dem Bereich, da ist noch das vom Ohr zu sehen. Das entferne ich hier. Und hier ist entsprechendes auch noch vom Ohr. Und jetzt habe ich das hier soweit vorbereitet. Hier rechts sehen Sie, ich habe hier die Überschriften, die kann ich jetzt kopieren mit der rechten Maustaste. Gehe dahin und füge die Inhalte ein. Und das mache ich natürlich auch hier. Und wenn ich jetzt hier erstmal nur 12 nehme, kopiere das und setze es auch hier ein als Werte, dann sieht man, bis zum Sehnerv sind die 12. Aber ich sage mir, da machst du beim nächsten Mal nochmal 6, also 9 plus 6, dann habe ich alle 15, dann entferne ich das hier. Und dann weiß ich bis zur Netzhaut, die sind im ersten Test zum Auge. Und ab Pupille bis Zonulafasern, das ist im zweiten Test. So, jetzt schauen wir uns an, das wären also jetzt hier 9. Antworten, die ich hier habe, sehe ich ja auch hier. Entsprechend gehe ich dann hier drauf, drücke die rechte Maustaste, wähle Kopieren, gehe hier wieder auf den Editor und schreibe das hin. Hier oben schneide ich aus und da schreibe ich 1 hin, weil es ist der erste von 2 Tests. Die Leerzeile mache ich hier weg. Und dann erzeuge ich den Lückentext und aktualisiere den und der wird auch gleich lokal gespeichert. Und dann kann ich den Ordner öffnen und da ist er. Ja, da sind also die bis zur Netzhaut einschließlich. Okay, das war jetzt der erste, ich will aber noch einen zweiten machen, das geht dann noch viel schneller. Bis zur Netzhaut hatte ich, jetzt brauche ich also noch die nächsten 6, ne, von Pupille bis Zonulafasern, die kopiere ich auch, habe ich jetzt schon STRG-C gedrückt, aber damit Sie es besser sehen, mache ich es nochmal und dann füge ich hier die Werte ein
und lösche hier die 3 raus, weil die will ich ja nicht mehr haben. Und dann nehme ich hier die 6 Antworten. Da brauche ich jetzt auch nur das zu kopieren, weil die Überschrift habe ich ja schon. Und dann kopiere ich diese 6 Antworten, das heißt der HTML-Code, der da erzeugt wurde. Wie das geschieht, das können Sie sich anschauen, wenn Sie von Zeile 26 bis 28 anschauen. Da sind also sehr komplexe Formeln drin. Und dieses, was ich gerade kopiert habe, setze ich hier ein. Den Lückentext-Editor, das, was schon da ist, mache ich weg und ersetze das. Und hier oben schreibe ich dann noch hin, des Auges 2. Na? Oder Teil 2, aber ich lasse es jetzt mal so. So, Lückentext erzeugen oder aktualisieren. Und dann speichere ich das. Und dann kann ich es auch gleich öffnen. Und da sehen Sie, hier unten sind jetzt nur noch die 6 von Pupille bis Zonulafasern. Also die kannte ich vor diesem Test auch noch nicht. Und ja, kann man auch nochmal testen. Na, ich schreibe jetzt mal irgendwas hin. Der Sehnerv, das ist N, damit 1 richtig ist. So, dann gehe ich auf Überprüfen und der Sehnerv ist auch richtig. Die anderen Sachen waren alle falsch. So, da unten sehen Sie noch Name des Übungsmaterialerstellers. Das schaue ich mir jetzt noch an, damit Sie sehen, da kann man dann auch seinen Namen hinschreiben. Ich habe jetzt alles geschlossen, gehe dahin, wo das steht, wähle die rechte Maustaste und öffne das jetzt mit dem Editor. Den hat ja jeder auf seinem Rechner. In der Praxis nehme ich das erste, was Sie eben gesehen haben, nämlich den Adobe Dreamweaver. Wenn ich hier ans Ende gehe mit Steuerung Ende, da sehen Sie, da hat der Herr Jakob, also der diesen Editor erstellt hat, schon was vorbereitet. Name des Übungsmaterialherstellers oder Erstellers. Und da schreibe ich hin Konrad Rennert. Und dann schließe ich das. Und dann werde ich gefragt, ob ich das speichern will. Klar mache ich das. Und dann kann ich es auch gleich aufrufen. Und da sehen Sie, da ist es wieder. Einziger Unterschied ist, hier unten steht jetzt der Konrad Rennert. So, jetzt habe ich Ihnen erklärt, wie man dieses Formular einsetzt. Zunächst beim OR und dann, wenn es komplizierter wird noch als beim OR, dass man dann diesen Test in 2 Teile aufteilen sollte. Anatomie des menschlichen Auges 2 und dann gibt es auch noch des Auges 1. Und jetzt will ich noch mal kurz auf Excel eingehen. Es kann ja sein, jemand von Ihnen interessiert sich sehr dafür. Da schauen wir uns mal hier unten diese Zeilen an. Jetzt habe ich mal die Spalte genommen, die Spalte B, wo die 6 Antworten stehen. Wer von Ihnen Excel kennt und auch die Textfunktion von Excel, der sieht, wie ich hier dieses HTML mit Excel zusammenstelle. Wenn ich daneben gehe, dann gibt es 3 zusätzliche Antworten. Entsprechend ist die Tabelle hier um eine Zeile erweitert worden. Genau genommen hier dieser Bereich von hier bis hierhin, der ist dazugekommen. Und da sieht man, wenn ich jetzt daneben auf 12 Antworten gehe, da sehen Sie, da ist es also noch länger geworden. Da steht im Prinzip eine Tabelle und dann kommen hier die vom Herrn Jakob vorgesehenen Lücken mit den Rauten und dann wird da Buchstabe und Text jeweils zusammengefügt. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Sie können, wie gesagt, diese Excel-Tabelle in der Beschreibung zum Video finden und sich herunterladen und dann können Sie sich's anschauen. Und dann sehen Sie auch, wie man nicht nur Ohr und Auge damit verarbeiten kann, sondern auch Landkarten, hier in diesem Fall Nord- und Südamerika, aber das geht natürlich auch mit Asien und Europa oder Afrika. So, das zu meinem neuesten Projekt, Excel einsetzen, um den Lückentextgenerator vom Herrn Jakob aus Aschaffenburg zu beliefern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.